Talk. Ich habe mir wie in den letzten Wochen auch jemanden diesmal wieder eingeladen vom Fach. Diesmal sind wir beim Thema Lockerungen oder Gesundheitsschutz. Es geht um Bildung. Ich habe ja gestern ein paar Besorgungen machen müssen und da dachte ich mir, eigentlich ist alles wieder wie normal. Man könnte ja denken, es gibt gar kein Corona mehr so richtig. Die Leute sitzen draußen in der Sonne und genießen sie. Es ist ja auch ein regelrechter Wettbewerb ausgebrochen, wie jetzt die Lockerungen ganz schnell wieder zum normalen Leben führen soll. Einerseits kann man das natürlich gut verstehen. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Schwierigkeiten. Und gerade die 2,5 Monate Homeschooling, die wir jetzt hinter uns haben als Eltern, da sind wir schon ein bisschen am Limit. Das gebe ich gerne zu. Eltern am Limit, Schule analog. Die Bildungsdefizite in unserem Bildungssystem sind ja durchaus mit Händen zu greifen. Ich habe mir dafür heute wieder jemanden eingeladen, nämlich den Timo Jovicic. Timo ist Lehrer an einem Gymnasium in Offenbach. Er unterrichtet dort Politik und Ethik. Schon in meinen Recherchen zur aktuellen Situation bin ich ein bisschen an Grenzen gestoßen, weil wir wissen ja, Bildungspolitik ist Ländersache, 16 Länder, 16 Regelungen. Timo, wie ist denn eigentlich jetzt gerade in Hessen die Situation bezüglich der Schulen? Sind sie wieder offen? So allgemein kann ich dir das jetzt auch nicht sagen, aber die Gymnasien sind wieder offen. Ich glaube, die 4. Klasse der Grundschule ist auch schon da, aber ich kann es nicht beschwören. Ich hatte eine Weile keinen Kontakt mit meinem GW-Sekretär. Jedenfalls, die Gymnasien sind offen. Es sind auch alle Jahrgänge zurückgekehrt. Die sind auch schon eine Weile offen. Wir haben schon, bevor alle Jahrgänge zurück an die Schule sind, die 11. Klassen geschult und davor die 12. Klassen, so dass es so nach und nach irgendwie alle Schüler eingetroffen sind. Also erst die 12. Klassen, danach die 11. Klassen und jetzt sind alle da. Allerdings ist das natürlich so organisiert, dass man die Richtlinie, die das Land Hessen gerade als die wichtigste Richtlinie für den Gesundheitsschutz für alle ansieht, nämlich die Abstandsregel, dass man das irgendwie einhalten kann. Das läuft dann so, dass man versetzte Unterrichtszeiten hat, dass man nicht alle Fächer im vollen Stundenumfang unterrichtet, sondern man hat sich jetzt an meiner Schule auf Mathe und Deutsch und die erste Fremdsprache konzentriert und die restlichen Fächer oder einen Teil der anderen Fächer dann im Online-Unterricht belassen. Die Lerngruppen sind geteilt. Also du kannst dir das so vorstellen. Bei 15 ist die Obergrenze, die Klassen sind normalerweise größer, wir sind sonst 27, 28 Schüler, 29 auch zum Teil. Man hat einfach die Klassen so geteilt, dass immer nur 15 da sind sozusagen. Und dann gibt es in der Oberstufe, funktioniert es das so, dass dann ein Fachlehrer zwischen zwei Räumen hin und her rennt und mal den einen was sagt, dann rüber rennt, dann den anderen was sagt und in beiden Räumen sitzen dann halbe Lerngruppen. Wobei auch die Oberstufenschüler gerade beaufsichtigt sein müssen. Ja? Das heißt, wir laufen gerade alle mit dem Sheriffstern durch die Gegend und gucken, dass niemand sich von seinem Tisch wegbewegt, dass niemand das Schulgebäude läuft, ohne dass wir wissen, wohin, weil wir nämlich irgendwie auf jeden Fall durchsetzen sollen, dass die 1,5 Meter Abstand eingehalten werden, bis sie aus dem Schultor raus sind. Genau. Das ist zum Teil ziemlich schwachsinnig übrigens, weil dann Lehrer eingeplant sind mit Lehrerstunden, die dann in dem einen Raum sind, wo der Fachlehrer gerade nicht ist, wo die eine Hälfte der Lerngruppe ist, nur zum Aufsicht führen. Und es kann dann sein, dass dieser Lehrer dann, so wie ich bin Ethiklehrer, ich bin jetzt nicht so wichtig, Laberfächer, und dann ist der Mathelehrer im Raum nebenan, unterrichtet die eine Hälfte der 11. Klasse, und dann kommt er rüber und unterrichtet die andere Hälfte der 11. Klasse, und ich gehe dann rüber in den Raum, wo er gerade nicht ist, und weil ich überhaupt kein Mathe kann, mache ich da nichts, außer zusehen, dass die Kinder nicht rausgehen oder zueinander gehen oder sich umarmen oder irgend sowas. Ja. Das heißt, ich hänge dann zum Sheriffstern, gucke blöd. Das ist ein bisschen so. In der Sekundarstufe 1, 5. bis 10. Klasse, ist es anders organisiert. Da ist es so, dass die Gruppen halbiert sind und dann da auch unterrichtet wird in den Hauptfächern mit der jeweils halben Gruppe. Und das macht man einfach so, dass die dann ein paar Stunden haben und genau, so läuft es dann. Okay, aber das hört sich ja alles sehr geteilt an. Von geteilt haben wir ja in letzter Zeit einiges mitbekommen, insbesondere die geteilten Meinungen zu dieser Öffnung.
Wie reagieren denn da jetzt Lehrerinnen und Lehrer bei dir in der Schule drauf? Wie reagieren eigentlich auch Schülerinnen und Schüler drauf? Fanden die es jetzt gar nicht so schlecht, zu Hause zu sein? Und ich habe ja mitbekommen, du bist einer derer, die sich da eher ein bisschen kritisch zu dieser spontanen Öffnung verhalten. Wie siehst du das? Wie hättest du eigentlich darauf reagiert, jetzt die Schulen wieder zu öffnen? Und die Schließung lief relativ chaotisch. Das Land Hessen hat uns nicht gesagt, dass Montag kein Unterricht stattfindet, sondern die Kultusminister haben sich am Wochenende vorher getroffen. Wir haben am Freitag vor der Schulschließung gesagt gekriegt, so, die Abiturienten gehen jetzt nach Hause und die anderen wissen wir noch nicht, aber bereitet euch darauf vor, dass ihr Montag vielleicht kommen müsst. Und dann hatte ich halt an diesem Freitag vor Schulschließung lauter panische Kinder, meine Mutter ist Asthmatikerin, meine Schwester ist irgendwie nicht besonders gesund. Warum muss ich kommen, wenn es für die Abiturienten gefährlich ist zu gehen? Und so, und da hatten wir keine Antwort drauf, weil uns auch keiner irgendwie darauf vorbereitet hat, sondern wir mussten dann entweder selber entscheiden, ich schätze jetzt die Lage ein und rede mit meinen Schülern ehrlich, was ich denke, oder ich halte die Klappe, weil ich kein Arzt bin oder weil ich irgendwie das politisch nicht einschätzen will vor meinen Schülern. Aber das ist nicht gut gelaufen. Das mit der Öffnung ist dann so viel besser auch nicht kommuniziert worden. Die Eltern haben einfach erfahren, es geht jetzt los und hier sind die Pläne. Und das ist übrigens der Hygieneplan. Was man sagen muss, die Schulen haben sich schon, zumindest meine Schule hat sich bemüht, dann zu sagen, so, das sind die Regeln im Gebäude, Masken auf, in der Klasse selber nicht. Auf dem Schulhof warten, bis der Lehrer einen abholt und 1,5 Meter Abstand einhalten und ansonsten ist das hier euer Stundenplan. Das war sozusagen so, ne? Die Aufklärung der Veranstaltung und es hat schon, ja, zu Irritationen geführt, muss man sagen. Ne? Schüler wussten nicht so richtig, ist es jetzt gefährlich, ist es nicht gefährlich. Eltern fanden gut, dass sie wieder, die Kinder wieder Unterricht haben. Die anderen hatten Angst um ihre Kinder. Unterschiedlich. Ja, es gab da keine wirklich organisierte Kommunikation im Vorfeld. Mhm. Du hast von Sheriff gesprochen, du musst beaufsichtigen, dass sich Schülerinnen und Schüler nicht zu nahe kommen. Ich hatte so eine ähnliche Situation, als ich mein Kind wieder in die Schule gebracht habe letzte Woche. Und zwar, also auch ein bisschen absurd, die Kinder müssen sich vor der Schule aufstellen. Dann gibt es so kleine Straßenkegel und an jedem Kegel, der in 1 Meter Abstand ist, muss sich ein Kind hinstellen und dann wird im Kreis rumbum, wird dann sozusagen werden die Kinder in die Schule hineingeführt unter Vorangehen eines Lehrers. Mein Sohn wiederum hat es nicht kapiert, ist in die andere Richtung gegangen. Sofort war der Abstand nicht mehr eingehalten. Ich empfand das als eine sehr skurrile Situation, weil es hat ja ein bisschen einen Vorausblick drauf gegeben, wie das dann in der Schule dann auch überhaupt läuft, wenn es schon gleich in der ersten Minute nicht klappt. Siehst du das genauso oder wie kann das überhaupt durchgesetzt werden, Abstandsregeln in der Schule? Ja, kann man schon. Ja, wir haben ja ältere Schüler, Gymnasium bedeutet ab 5. Klasse. Und ich selber habe jetzt keine 5. Klasse. Ich kann es nur aus einer 6. und aus einer 11. Klasse sagen. In der 6. Klasse läuft das super, in der 11. eher nicht. Das hat auch was damit zu tun, dass die Kleinen noch konstruktiv mitdenken. Die Großen sind da eher individueller orientiert. Was läuft? Also es ist schon ein bisschen abstrus, weil es gibt bestimmte Zeiten, die Schüler stellen sich zu bestimmten Zeiten am Schulhof auf und dann holt man die ab und dann gehen die rein und dann müssen die in der Zeit im Schulgebäude erstmal die Maske aufhaben, die 2 Minuten, wo sie durch die Aula laufen, weil es ja sein könnte, dass sie sich da zu nahe kommen, obwohl das streitbar ist, ob das hilft. Und dann kommt sie ins Klassenzimmer und dann ist es den Schülern selbst überlassen, ob sie ihren Mundschutz auflassen oder nicht. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, ob man einen Lehrer hat, der ein bisschen ängstlich ist, der macht dann die Fenster auf, oder ob man einen hat, der es vergisst, der vergisst es dann so halt. Ne? Und das ist schon sehr absurd. Schule, wie sie normalerweise als Präsenzunterricht läuft, baut ja darauf, dass die Leute miteinander reden können, dass sie auch mal aufstehen können und zum Tisch von dem anderen können. Das ist nicht die ganze Zeit natürlich. Wir haben auch immer noch Frontalunterricht, aber wir haben auch Gruppenarbeiten und man schickt auch mal eine Kleingruppe vor die Tür oder schickt auch mal wen in die Bibliothek, dass er was nachguckt und dann zurückkommt, wenn er es nicht packt, die ganze Zeit ruhig da zu sitzen. Ne? Dieser ganz normale Unterricht ist überhaupt nicht möglich, weil wir verpflichtet sind, darauf zu achten, dass sie sich nicht vom Platz bewegen.
Ja, und allen Beteiligten ist das natürlich so ein bisschen klar, dass das auch ein bisschen Unsinn ist. Unsere Klassenräume sind so klein, die Tische stehen genau 1,5 Meter voneinander entfernt. Und die Abstandsregel ist in meiner Schule aber nur dann gewahrt, wenn der Schüler genau in der Mitte des Tisches sitzen bleibt, übrigens. Ja. Und es funktioniert auch nur, wenn nur 15 Schüler da sind. Wenn du jetzt wieder auf den Regelbetrieb zurückgehen wolltest, könntest du das mit der Abstandsregel vergessen oder du brauchst ein neues Schulgebäude. Aber im Moment, wenn der Schüler sich ein Schulgebäude zu seinem Nachbarn, hält er die 1,5 so knapp ein. Und meine Aufgabe ist darauf zu achten, dass das auch so ist. Und natürlich drehen sich die Schüler zueinander um, reden auch mal laut. Aber Hauptsache, diese 1,5 Meter sind gewahrt sozusagen. Das können wir durchsetzen. Klar, wir sind Beamte. Ich kriege das befohlen, dann kriege ich es den Schülern. Das geht schon. Geht bei den Älteren schon, ja. Aber von Befürworterinnen und Befürwortern wird natürlich, also dieser Öffnung wird natürlich auch eingewandt, dass es ja auch keine Lösung sei, wenn die Kinder die ganze Zeit zu Hause blieben. Also sowohl, ja, weil sie nichts lernen oder nicht richtig, gerade auch die Bildungsungerechtigkeiten verschärfen würden. Nicht zuletzt deshalb, weil bestimmte Elternhaushalte gar nicht die technischen Möglichkeiten haben, ein Laptop, ein Drucker, ein Computer und so weiter und so fort und sich gerade dadurch, durch das Zuhausebleiben, soziale und Bildungsungleichheit nochmal zusätzlich verschärft. Wie siehst du das? Was hast du da für Erfahrungen gemacht in der Schule? Also wenn man sich die Frage stellt, ist dieser Präsenzunterricht so, wie er jetzt stattfindet, ein Präsenzunterricht, von dem die Schüler auch was haben, dann würde ich sagen, heiter bis wolkig. Ja, wolkig ist, wenn du kleine Klassen hast, die können jetzt nicht auf den Schulhof. Wenn nämlich irgendwie in den Pausen alle auf den Schulhof gehen, ist der Schulhof zu klein, dann kriegst du die Abstandsregel nicht mehr organisiert. Es sei denn, du machst wie in Frankreich und sprühst kleine Kreise auf dem Fußboden oder irgendwie so ein Quatsch, aber das kannst du eigentlich vergessen. Das heißt, die dürfen nicht raus. Und dann müssen die an ihrem Platz sitzen. Sie dürfen auch nicht aufstehen. Ja? Kinder, die Bewegungsdrang haben, 5 Minuten Pause haben wollen, dürfen das alles nicht. Das ist natürlich so, dass die dann, wenn die nicht mehr können, starren die Wand an. Das hat wenig Zweck. Ja? Und das, was Präsenzunterricht sonst bringt, dass man auch mit anderen spricht sozusagen, das funktioniert jetzt schon ein bisschen, weil dann kann man sich zu dem anderen mal drehen und einen Blickkontakt suchen, aber wenn der so sitzt, dass du den nicht sehen kannst, dann hast du Pech, kriegst kein U hin. Also, weißt du, so, dass sich die Kinder gegenüber sitzen, sondern die sitzen da irgendwie bei uns hühnerstangenmäßig in Reihen hintereinander, wie im 19. Jahrhundert, weil du sonst diesen Abstand nicht durchgesetzt kriegst. Ne? Dann musst du halt zusehen, da haben die keine Pause, dann müssen sie sich vorher die Hände waschen, dann musst du irgendwie darauf achten, dass du dauernd die Fenster aufhast. Dann musst du mit Schülern diskutieren, dass ihnen jetzt kalt ist, dass sie das Fenster wieder zu haben wollen. Und dann sagen Schüler, und die Beobachtung ist ja auch richtig, pass mal auf, wir reden hier total viel und total laut. Dafür sind wir jetzt auch hier, damit, ne, wir auch mal reden. Ich habe aber von meinem Vater, der ist Arzt, gehört, dass Reden irgendwie doof ist. Ja. Und dann, ne, sagst du, ja, das kann sein, aber in der Richtlinie steht Hauptsache Abstand, halt's Maul ein kleiner. Und das sozusagen, ne, das tut er dann auch, weil er irgendwie Angst hat. Also es ist so ein bisschen blödig, es ist nicht so wirklich gut. Ja. Es gibt natürlich Unterricht, der dann auch gut läuft. In den Fremdsprachen setzt man wieder theatrale Mittel ein, macht spricht miteinander, aber das ist dann auch so, dass dann einige Schüler sich nicht beteiligen, sich mehr am liebsten abhauen würden, weil sie die Situation nicht gut wollen, nicht gut aushalten können. Ne? Und andere finden es, gewöhnen sich dran, denken, ja, hier ist gar nichts mehr gefährlich, ist alles total albern. Und denen muss man dann sehr aufpassen, dass sie die Abstandsregeln einhalten. Also es ist so, ne, es sind gemischte Signale, mit denen die Schüler konfrontiert werden. Ne? Dass du jetzt hier bist, ist schön. Aber wir können hier keinen normalen Unterricht machen, weil wir jetzt hier sozusagen wie Hühner auf der Stange sitzen und weil wir irgendwie nicht so viel Zeit haben wie vorher und weil du auch nicht aufstehen darfst und weil es auch keine Pause gibt, wo du runter darfst. Aber Hauptsache, du bist hier. Und klar, es kann sein, dass es besser wäre, wenn du einen Mundschutz aufhast, aber die Regel gibt es halt gerade nicht. Hauptsache, du bleibst auf deinem Platz sitzen. Wenn du Schüler so ansprichst, ist es klar, dass ein Teil davon fragt sich, ist das hier ein Irrenhaus, was soll das? Ne? Okay. Oh, ganz kurz, ich schalte da ganz kurz dazwischen, weil es gibt zumindest eine erste, ich sag mal, These eines Users auf Facebook vom User Steffen Pollex, der sagt, Föderalismus wird Deutschland nochmal killen. Da geht es ja zwar nicht unbedingt um die Bildungspolitik und die Frage der Schulöffnung, aber trotzdem ist natürlich der Föderalismus und die unterschiedlichen Herangehensweisen, wird ja sowohl diskutiert als Chance als auch als Risiko in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Vielleicht ist da eure Einschätzung, wie ist da eure Einschätzung zu dieser These?
Darf ich? Das lenkt ja, dann aber los. Dann hat sie die Bildungsföderalismusfrage spaltet ja auch die Linke, nicht zuletzt in Ost und West. Ich bin ein bisschen gespannt, was Timo dazu sagt. Ich war ja früher bei Jungdemokratinnen und Junge Linke. Ich hallo Verfassungsschutz. Nee, Quatsch. Ich bin Beamter, alles gut. Ich hab eine eher libertäre politische Sozialisation, auch als Arbeiterkind. Meine Eltern waren sehr liberale Arbeiter, trotz IG Metall-Mitgliedschaft. Ich meine, vielleicht auch wegen der IG Metall-Mitgliedschaft. Jedenfalls, ich hab irgendwie gelernt, es ist gut, wenn nicht einer alles bestimmen kann. Und es wäre kein gutes Land, wenn ein Deppert-Kultusminister jetzt für die ganze Bundesrepublik im Alleingang Bildungspläne durchsetzen kann. Da hätte ich Angst vor, einfach aus Gewaltenteilungsgründen. Das ist so das eine. Das andere ist, dass ich gerade erlebe, dass dieser Föderalismus natürlich kein echter Föderalismus ist, weil alle irgendwie denken, ja, es muss aber alles vergleichbar sein. Prüfungen sind wichtig und Prüfungen müssen vergleichbar sein. Und weil Prüfungen vergleichbar sein sollen, kann jetzt jedes Bundesland schon seinen Lehrplan machen. Aber am Ende braucht man einen Pool von Abituraufgaben, wo am besten alle die gleichen Aufgaben rausnehmen, sodass sich so die Kultusministerkonferenz hintenrum auch da gibt es gemischte Signale. Es gibt so das Bestreben, viel zu standardisieren und gleich zu machen. Das funktioniert dann nicht und dann gibt es Streiterei. Aber also, ich sehe im Moment nicht, was es so großartig bringt, glaube ich. Es wäre schön, wenn man das nutzen würde, dass man Bundesland mit einer entsprechenden Regierung sagen würde, ja, ich mache jetzt mal was Krasses. Ich führe jetzt ganz viel Sprachförderung für benachteiligte Kinder ein. Oder ich mache jetzt Mathe im Abitur nicht mehr verpflichtend, kommt mir weg. Ja, aber das traut sich gerade keiner, weil dann jeder Angst hat, dass die anderen Bundesländer sagen, ja, aber das ist aber kein echtes Abitur in NRW. Insofern frage ich mich schon, Föderalismus, wer nicht gefahren hat, nicht einer bestimmt alles, aber dass jetzt mal jemand was Sinnvolles ausprobieren kann, das beobachte ich eigentlich leider weniger. Ja, also die Frage des Föderalismus ist ja tatsächlich eine schwierig zu beantwortende, weil, also Timo hat es ja schon angedeutet, am Ende dahinter auch ein bisschen steht, was will man am Ende für ein Bildungssystem haben? Und nicht nur föderal oder zentral, sondern auch, ist es eins, was gegen Ungleichheit steht, auch für einen Ausgleich in der Bildungspolitik, auch eine Frage von emanzipatorischer Bildung. Oder geht es darum, eher auch Bildung etwa zu privatisieren oder stark zu gliedern? Ich glaube, entscheidender als die Frage des Föderalismus ist vielmehr, dass wir ein Bildungssystem brauchen, was endlich diese furchtbare drei- oder jetzt noch zweiteilige Gliederung durchbricht, dass wir also mehr Gemeinschaftsschulen, mehr Gesamtschulen bekommen, dass wir also da auch tatsächlich zu einem anderen Bildungssystem inhaltlich kommen. Und wenn das in regionalen Verschiedenheiten passiert, hätte ich da weniger ein Problem. Für mich ist vielmehr wichtig, dass es am Ende nicht dazu führt, dass, so wie wir es derzeit haben, ein Großteil der Kinder, deren Eltern auch einen Hochschulabschluss haben, wiederum aufs Gymnasium gehen und ein Großteil derer, die keinen haben, nur Sekundarschule besuchen. Und das ist aus meiner Sicht eine Fortpflanzung von Bildungsungerechtigkeit über das Elternhaus, das wir dringend abbauen müssen. Das wäre aus meiner Sicht das Entscheidende. Jetzt bei der Corona-Krise hat man gesehen, dass es auch wirklich bisweilen dann bescheuert ist. Man muss sich schon fragen, wofür brauche ich diesen Föderalismus? Wenn dann Schleswig-Holstein sagt, ich hätte gerne mehr Zeit, das zu organisieren, ich möchte jetzt nicht alle Abiturienten ins Haus kamen, damit unbedingt die Abiturprüfung stattfindet. Man kann jetzt einfach auch die Durchschnittsnoten von der 12. Klasse nehmen und den Leuten mal dieses Jahr das Abitur so geben. Hätten die anderen Länder mitgezogen, wäre es kein Problem gewesen. Auf diese Prüfung am Ende kommt es nicht an. Ja? Aber dann waren die anderen Kultusminister in der Mehrheit so kleinkariert, dass sie gesagt haben, nein, Prüfung muss stattfinden, dass dann Schleswig-Holstein umgekippt ist. Wenn es so läuft, hat man da nicht so viel davon. Ne? Ein anderes Problem, das wir haben, ist, dass die Kommunen die Träger der materiellen Ausstattung der Schulen sind oder der Gebäude. Und da macht es dann natürlich einen Unterschied, wenn du hier in Hessen irgendwie im Taunuskreis bist, das hohe Gewerbesteuereinnahmen hat, oder wenn du in Offenbach bist, wo du irgendwie viele Leute hast, die staatliche Transferleistung bekommen, wo die Stadt Industriezweige hatte, die dann irgendwann weggebrochen sind, wo es strukturelle Probleme gibt, die Stadt hoch verschuldet ist, unter Aufsicht steht, so macht das halt schon einen Unterschied. Welche Schule kann sich ein neues Schulgebäude leisten? Wie sieht das dann aus? Wie oft wird das renoviert?
wie viel Platz gibt es für die Kinder? Diese ganzen Sachen verschärfen Bildungsungerechtigkeit und da kann der Kultusminister immer sagen, ja, aber das ist jetzt aber ein kommunales Problem. Ja? Da würde ich auch sagen, auch da ist diese Teilung, wer ist dafür was verantwortlich, führt nicht dazu, dass die Kinder was von haben, wenn sie aus ärmeren Kommunen sind. Mhm. Aber. Hallo? Ich halte dich ganz kurz auch nochmal dazwischen. Ich musste erstmal mein Mikrofon anmachen. Bitte verzeiht das. Und zwar auf Facebook schreibt Eva Maria Zimmermann, die sagt, die spricht von der Situation in Nordrhein-Westfalen und ich habe den Eindruck, sie hat auch durchaus auch einen Hintergrund als Lehrerin. Und zwar kritisiert sie zum einen, dazu könntest du, Timo, vielleicht auch nochmal was sagen, dass bei der ganzen Öffnung das alles ohne Mitsprache der Betroffenen, zum Beispiel der Hauptpersonalräte, erfolgt ist und auch ohne vernünftige Einbeziehung von Gewerkschaften und Verbänden der Eltern- und Schülerinnenorganisationen. Das ist das eine. Und dann möchte ich einen Aspekt, und dann möchte ich auf den zweiten Aspekt Ihrer doch sehr längeren Ausführung auf Facebook dann vielleicht nochmal zitieren. Da geht es um den Aspekt, den ihr eben auch schon gestreift habt, nämlich um die unterschiedlichen Bedingungen von Schulen. Und da zitiere ich Sie jetzt. Die Öffnungen liefen hier sehr unterschiedlich gut. Es macht zum Beispiel einen riesen Unterschied, ob es sich um ein großes, gut ausgestattetes Gymnasium in einem guten Stadtteil handelt, wo zu Anfang auch nur die AbiturientInnen kommen sollten, oder zum Beispiel ein abgeranztes Berufskolleg in einem ärmeren Stadtteil, wo auch bei der ersten Öffnung zum Teil bereits 1200 Schülerinnen und Schüler vor Ort waren und die Schule bereits personell und räumlich am Rande war. Es zeigen sich leider Polarisierungen entlang von Schulformen und auch entlang von guten und einfachen Vierteln, wie auch schon vor der Krise. Und das darf nicht sein. Alle Schülerinnen und Schüler haben dasselbe Recht auf gute Bildung und auch auf denselben Gesundheitsschutz. Also diese zwei Fragen im Grunde genommen, zum einen die Einbeziehung von Verbänden und von Gewerkschaften und auch von Personalräten auf der einen Seite bei der Öffnung, auf der anderen Seite nochmal die Frage der sozialen Teilung. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal was zu sagen und darauf eingehen. Ansonsten nochmal ein wichtiger Hinweis. Wie gesagt, wir beobachten die Kommentare auf Facebook. Ihr könnt hier bei Zoom euch auch melden. Ihr könnt auch, wenn ihr bei Facebook jetzt seid, euch bei Zoom zuschalten und auch, wenn ihr wollt, dann hier mit Jörg und Timo auch direkt diskutieren. Aber schriftlich geht's auch. Den Link findet ihr dann bei Facebook in der Beschreibung und wenn ihr hier euch zuschalten wollt. Das sei noch gesagt. Aber jetzt wieder das Wort an Jörg und Timo. Ich, hoppla, Thomas. Achso, du hast dich ausgeschaltet. Dann sehe ich jetzt nicht nur klein, das macht nichts. Hallo. Ja, ich kann der Kollegin nur zustimmen. Das Gesundheitsamt Offenbach hat uns vor der Schließung geschrieben, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, wir sollen uns die Hände waschen. Dann gab es irgendwie Tage später Seife, aber keine Papierhandtücher oder sonst keine Handtücher. Und danach war die Schule erstmal zu. Mittlerweile gibt es Papierhandtücher, aber ich glaube, diese Sachen laufen von Ort zu Ort sehr unterschiedlich und es hängt dann sehr davon ab, ist das eine arme Kommune, ist das eine reiche Kommune. Was die Mitbestimmung angeht, ist, glaube ich, hängt es dann auch davon ab, ist dieser Gesamtpersonalrat sehr aktiv. Aber es ist schon so, die werden relativ spät informiert. Und viele Sachen sind eigentlich schon entschieden und man teilt sie dann mit, wenn die entschieden sind. Das, ne, ich weiß nicht, wie das auf der Ebene des Hauptpersonalrats in Hessen ist, aber als normaler Lehrer habe ich erlebt, ich bekomme irgendwie lange gar nichts gesagt, dann kriege ich eine E-Mail, da stehen dann Richtlinien drin. Ob da jetzt ein Personalrat beteiligt war oder nicht, weiß ich nicht. Ich weiß, dass die Schulpersonalräte sich von sich aus melden mussten, damit die Schulleitung sich mit denen sprechen. Andersrum ist da vielerorts nichts gelaufen. Ich würde auch sagen, heiter bis wolkig. Aber das Land nutzt schon auch so aus, also dass jetzt vieles auf einmal zu organisieren ist. Ne? Bei uns wird es eine Abordnung von Gymnasiallehrern an Grundschulen geben. Und die Frage, wie ist das organisiert? Wer, ne, wird es befohlen, selbst nur noch Freiwillige? Wie wird es bezahlt? Und alle solche Fragen. Man hat es, glaube ich, längst alles beschlossen, bevor man irgendwie dem Hauptpersonal mitgeteilt hat, was man vorhat. Das würde ich schon mal so vermuten, auch wenn ich nicht dabei war. Ja, also die Mitbestimmungsrechte gerade in diesem Bereich sind natürlich evident und das zeigt ja auch, dass es dann auch viel mehr Rückmeldungen gibt, gerade auch wenn zum Beispiel die Schulkonferenz zum Beispiel auch einen Punkt mit drin hätte. Ich aber hätte noch eine Frage auch an Timo, weil ich zugebe, dass mich das tatsächlich auch ein bisschen umtreibt.
Wenn wir schon im Vorfeld an den Schulen bestimmte Defizite hatten, also sowohl in der Ausstattung als auch in der Schulform, die jetzt in der Corona-Krise nochmal ganz besonders zutage treten, die Papierhandtücher hast du ja jetzt gerade erwähnt, aber eben auch die Schulgrößen, die Gebäude, die Toiletten und alles, was damit zusammenhängt, aber eben auch die Lehrerausstattung. Was wäre denn aus deiner Sicht dann jetzt die Lehre zu ziehen für die Zukunft? Weil ich finde schon, eine Sache müssen wir doch dringend vermeiden. Corona verweist uns in gewisser Weise ja auch auf Probleme, die davor existiert haben und die jetzt Anlass wären, Dinge auch anders zu machen. Was können wir aus deiner Sicht jetzt auch als Schulpraktiker, als Lehrer, was können wir politisch anders machen? Wo können wir aus Corona, so wie es jetzt auch komisch klingt, Schlüsse ziehen, wenn es schon mal so ist? Also eines wäre, dass ich mir eine ehrlichere Debatte wünschen würde. Schulpolitik läuft oft so, dass die Leute sagen, ja, es geht hier irgendwie darum, dass die Leute voll krass viel lernen und man muss gucken, wie organisiert man das so optimal. Und dann geht es hier darum, dass man keinen abhängt, aber es geht auch um Hochbegabtenförderung. Und es soll irgendwie gut für alle sein und wir bemühen uns alle voll doll. Das sagen zumindest die Kultusministerien. Und da ist dann passieren aber Sachen, die gar nicht zielführend sind. Ja, jetzt in der Corona-Krise haben wir viel auf Online-Unterricht umgestellt. Und es war relativ schwierig zum Teil, weil die Schulen darauf so nicht so wirklich gut vorbereitet waren. Es war keine Software da, die alle benutzen konnten. Das musste dann Holter die Polter laufen. Ist es übrigens, teilweise wurde da ziemlich schnell ziemlich viel geleistet. Mit allen möglichen Schwierigkeiten beim Datenschutz, die dann jetzt sozusagen nicht gelöst sind, aber es wurde was ermöglicht. Ja? Und wir haben uns alle Mühe gegeben, damit gut umzugehen. Und eine Lehre ist, glaube ich, dass es was bringt, wenn man individuell mit Kindern arbeiten kann. Wenn man sozusagen auch irgendwie unterschiedliche Unterrichtsformen nutzen kann. Das bedeutet, wenn man nicht so überfordert ist damit, dass es zu viele Schüler sind, die zu viele Klausuren schreiben müssen, dass man nur mit Korrekturen beschäftigt ist. Sondern wenn man Zeit hat, sich auf die Leute einzulassen. Und das hat der Online-Unterricht und die besondere Situation jetzt hat das so ein bisschen gezeigt. Das Kultusministerium wusste nämlich in Hessen nicht so richtig, wie mache ich das jetzt mit den ganzen Arbeiten. Ja, und bis dann gab es sozusagen so eine Schrecksekunde. Und in der Zeit konnten wir den Schülern gut hin und her schreiben, Aufgaben hochladen, dann warten, was kommt zurück, dann die Schüler anrufen, wo nichts zurückkam, fragen, wie läuft es, mit denen reden. Dann bei den Eltern anrufen, fragen, wie läuft es, mit den Eltern reden. Dann konnten wir irgendwie die Datei aufmachen, gucken, was hat der Schüler geschrieben. Dann konnten wir was dazu schreiben, den Schüler bitten, noch was dazu zu schreiben, was wir reingeschrieben haben. Und dann hat man ein bisschen gechattet. Und dann haben wir festgestellt, dass sehr viele Kinder mit Lernschwierigkeiten sehr viel besser gelernt haben plötzlich. Die konzentrierter waren, weil sie in der Schule abgelenkter sind. Die sich etwas mehr auf diese Form der Schriftlichkeit einlassen konnten, weil sie es mal mussten, weil sie Zeit hatten, die nicht um 7.45 Uhr in einem vollen Raum sitzen mussten, ja, sondern die zu Hause um 9 Uhr sich an den Schreibtisch setzen konnten, erstmal nachdenken, wie mache ich das. Ja, für viele Schüler hat sich das richtig sehr gelohnt, dass sie sagen konnten, ich probiere das jetzt mal selber, ich mache das jetzt selbstständig. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich einen Termin mit meinem Lehrer, der fragt, wie läuft's. Ich sage dem, ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Und der Lehrer hat mit dem dann einen Wochenplan gesprochen, dass man dann eingetragen hat, pass mal auf, dann machst du jetzt montags Mathe und dann rufst du dienstags den Herrn M. an, der dein Mathelehrer ist, und gibst ihm mal eine Rückmeldung. Und das habe ich jetzt mit dem gesprochen und organisiert, dass es geht. Und dann machst du Dienstag Englisch. Und dann machst du mal einen ganzen Tag was en bloc, wenn das für dich funktioniert. Bei einem anderen Kind, wo andere Sachen besser funktioniert haben, hat man das anders besprochen. Das heißt, wir hatten eigentlich ein bisschen, fanden es ziemlich geil, dass Schüler sich verbessern, weil wir individuell und konstruktiv was zurückmelden konnten, ohne dass es gleich eine Note gibt und ohne dass wir untergehen in der Fülle der Korrekturen. Sonst kippe ich da rote Tinte über den Dingern aus, knall die raus, sag, irgendwie korrigiert das, aber ich kann mich nicht darauf einstellen, was genau funktioniert bei dem jetzt nicht, welche Hilfe brauchte der. Und jetzt haben wir das versucht und ich muss zugeben, das hat uns von den Arbeitszeiten her ziemlich aus den Pantoffeln gehauen. Das muss man auch mal sagen. Ja? Wenn du so viele Schüler hast wie vorher und du sollst es jetzt online so organisieren, dass du dich mehr auf die Lernhürden für die Einzelnen einlässt, damit die was davon haben, dass es Online-Unterricht ist, dann bist du mit den Arbeitszeiten ziemlich krass am Limit.
Ja, und wenn das jetzt, das Land Hessen hat dann aber gesagt, ja, aber wir brauchen doch Noten und wir lassen jetzt die Schüler, nicht die Schüler in die Schule, die es am nötigsten hätten, dass Präsenzunterricht stattfindet. Du triffst dich jetzt nicht mit Paula und klärst mit der, was zu Hause nicht funktioniert hat, sondern du triffst dich mit der halben 11. Klasse montags vormittags und mit der anderen halben 11. Klasse montags nachmittags und siehst zu, dass die sich nicht vom Platz bewegen. Ja? Das hat natürlich dann Ressourcen verbraucht, die wir online eigentlich besser hätten einsetzen können. Und dann hieß es auch, jetzt musst du diese Abiturprüfung machen unbedingt. Das hat wieder Ressourcen verbraucht, die wir online besser hätten einsetzen können. Das heißt, die Entscheidung lief immer so, wie komme ich an Noten und wie kriege ich möglichst schnell möglichst viele Leute wieder ins Haus. Die Entscheidung hat sich nie an der Frage orientiert, welche Schüler brauchen jetzt was? Ja? Und was braucht ihr als Lehrer, damit ihr das auch leisten könnt? Diese beiden Fragen sind nie irgendwie, standen nie im Vordergrund. Mich hat nie jemand gefragt, die Kollegen auch nicht, und die Entscheidungen sind auch nie so gelaufen, dass ich den Eindruck hatte, da hat jemand drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, sondern ja, die sind halt anders gelaufen. Nämlich, wie kriege ich viele Leute ins Haus zurück und fertig. Ja, und deswegen finde ich, das meinte ich am Anfang mit ehrlicher Debatte. Wenn mir jemand erzählt, Bildungsgerechtigkeit, bla bla, Chancengleichheit, die haben Kinder zu Hause verwahrlosen, ja. Und dann sehe ich in der Schule, okay, sozial haben die ja gar nichts von, weil die nicht zusammen spielen können, Abstandsregel. Okay, die vorher zu Hause vernünftig lernen konnten, sitzen jetzt bei mir im Unterricht, starren aufs Handy. Bisschen überspitzt jetzt. Die, um die ich mich individuell kümmern konnte, das kann ich jetzt vergessen, weil ich kann jetzt wieder einen Stapel Klausuren schreiben und mit nach Hause nehmen. Das ist schwierig. Ich würde sagen, einen bestimmten Online-Unterricht beibehalten wäre total cool. Mehr Räume haben wäre total cool. Vernünftige Schulbibliotheken haben wäre total cool. Kleinere Klassen haben wäre total cool. Ein Schulpsychologen, der auch da ist und nicht für 3000 Leute zuständig ist, übrigens, wäre total cool. Ja, das heißt ja auch, die Lehrer kriegen mit, den Kindern geht es nicht gut und wenn sie zu Hause sind, kriegen die das nicht mit und dann passieren da ganz schlimme Dinge. Ich sage dir ganz ehrlich, es passieren immer schlimme Dinge, wir kriegen das sowieso nie mit. Ich muss mal ganz kurz sozusagen gehen, weil wir nach meiner Uhr zumindest auch nur noch 10 Minuten haben und es weitere Fragen gibt, Aspekte gibt, die ich hier von den Usern reingeben will. Von Christina Sharp schreibt auf Facebook, da geht es genau um diesen Aspekt Home Learning, aber jetzt sozusagen nicht aus der Perspektive der Schüler oder der Lehrer, sondern aus Perspektive der Eltern. Home Learning ist wirklich extrem anstrengend für alle Beteiligten, schreibt sie. Obgleich ich der Meinung bin, dass Gesundheitsschutz vorgeht und auch, dass man als Eltern auch selbst in der Lage sein sollte, auf seine Hut und zu ihre Kinder auch mal selbst zu achten, dennoch ist Unterricht in der Schule nicht ersetzbar. Das scheint mir auch ein durchaus wichtiger Aspekt zu sein. Und ansonsten noch der Hinweis, es gibt auch noch 2 Fragen offenbar bei F&A. Jörg, vielleicht kannst du die gleich auch nochmal einbringen. Ich würde da tatsächlich auch nochmal auf die Noten eingehen, denn 2 Fragen befassen sich auch damit. Es gibt da einen Hinweis, wonach Noten vor der 8. Klasse im Hessischen Schulgesetz gar nicht verpflichtend sind. Eine Userin hier sagt, ihre Tochter ginge auf eine staatliche IGS, die ohne Noten arbeitet und stattdessen Zertifikate verteilt. Mir ist jetzt als ich dir zugehört habe, auch so ein bisschen klar geworden, dass es natürlich auch so ein bisschen darum geht, manchmal Noten zum Selbstzweck da zu erheben. Also unabhängig davon, macht das Sinn, ist das auch für die Lernleistung der Schülerinnen und Schüler überhaupt zielführend? Fragezeichen, nee, ist es nicht, aber trotzdem muss es doch Noten geben. Und deswegen müssen wir doch jetzt machen und alles wird auf diese Noten hin orientiert, also eine Art Fetischisierung von Noten, scheint mir ein Problem zu sein. Wir haben im Parteivorstand in der Linken den Vorschlag gemacht, die Durchschnittsnote zu nehmen für den Schulabschluss oder für das Abitur oder was man auch immer gerade hat, die jetzt in der Zwischenzeit erreicht worden ist. Hältst du das für einen praktikablen Vorschlag? Ja, im Grunde schon, aber das Abitur ist ja jetzt auch gelaufen mit den Prüfungen übrigens. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, was ist einem wichtiger? Sollen die Leute was lernen oder will man irgendwelche Zettel, wo drauf steht, der kann das und das? Und dann ist die Frage, wem vertraue ich jetzt? Vertraue ich den Kindern, vertraue ich den Lehrern, dass die das schon richtig machen und dass sie sich Mühe geben? Oder denke ich, das sind alles blöde, faule Säcke, sowohl die Lehrer als auch die Schüler und ich muss jetzt hier irgendwie 33.000 Vorschriften erlassen, die das pseudo-objektivieren? Dass in so einer Prüfung jemand zeigt, dass er etwas überwirklich kann. Und dann ist aber sehr die Frage, ob diese Prüfung das wirklich zeigt.
Und ob das irgendwie irgendwem geholfen hat, dass er wirklich was lernt. Nein, der Staat will doch was anderes. Und da wiederholt sich auch ein bisschen die Lehrstellendebatte, weißt du? Die Betriebe haben lange Zeit nicht nur Leute ausgebildet und dann war die Ausrede immer, die Leute sind doof. In Wahrheit wollten die einfach das Geld nicht ausgeben, sich um die Leute vernünftig zu kümmern. Und so ein bisschen ist das mit Noten grundsätzlich so, natürlich. Ist das übrigens mit den Belastungen der Eltern, ne? Die hast du auch sonst. Und die hast du auch sonst, weil die Eltern Angst haben. Die Frage ist, welcher Anlass macht jetzt Angst? Mein Kind kommt jetzt im normalen, ohne Corona-Unterricht mit den Hausaufgaben nicht klar, kriegt schlechte Noten, habe ich Angst, schafft der Kleine das Gymnasium nicht und dann brauche ich jetzt hier irgendwie teure Nachhilfeschule oder muss dem Kleinen Druck machen und dann gibt es Geschrei zu Hause. Und wenn du nicht dieses bescheuerte dreigliedrige Schulsystem hättest, wär das sozusagen nicht so schlimm. Jetzt hast du halt Online-Unterricht und irgendein Kind, das kommt damit nicht so gut klar. Und dann gibt es dann Eltern, die sagen, jetzt ist aber Online-Unterricht voll doof, weil mein Kind kommt nicht klar. Es gibt immer Eltern, ich sage das jetzt nicht, weil ich Eltern doof finde, ja? Aber es gibt immer Eltern, die ihre Situation gerade sehen und sehen, in dieser Situation geht irgendwas nicht und das macht mir Angst. Und das hängt einfach damit zusammen, dass unser Schulsystem so konstruiert ist, dass die Leute Angst haben sollen, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ich jetzt gekündigt werde, kriege ich, naja, ich bin ja Beamter. Das ist natürlich doof, ja. Eine Sache ist mir noch wichtig, glaube ich, aber das sage ich dann am Schluss, nämlich wovor habe ich Angst nach den Sommerferien? Wenn wir die Zeit okay, noch haben. Da bin ich so ein bisschen gespannt, aber jetzt hatten wir, glaube ich, noch eine Frage aus dem Zuschauerbereich. Thomas? Nein, hatten wir... Okay. Hatten wir nicht. Die beiden Fragen aus dem S&A sind, Okay. Und, ich kann höchstens nochmal, also Eva-Maria Zimmermann diskutiert leidenschaftlich mit bei Facebook und da wird natürlich auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Situation in den Schulen auch vor Corona schon eine Mängelverwaltung gewesen sei. Und dass es jetzt auch darum gehen müsste, eine Lehrerkräfte-Einstellungsoffensive und eine Digitalisierung. Ja, unbedingt, tatsächlich. Das ist auf jeden Fall so. Wir haben zu wenig Personal. Wenn du irgendwie jetzt Lehrer hast, die sich ordentlich kümmern können, die Wochenpläne für ihre Schüler erstellen, die für die Schüler erreichbar sind, die es irgendwie nicht sofort alles mit Noten zusanktionieren müssen, die dann irgendwie sagen können, okay, du probierst es jetzt alleine. Ohne deine große Schwester, ohne deine Eltern, ohne deine Nachhilfelehrer. Du probierst es alleine. Wenn es nicht klappt, sagst du mir, wie weit du gekommen bist. Ich gucke mir das an, dann überlege ich mir was wir zusammen machen können. Ja? Das kann man bei der Vielzahl von Schülern, die man hat und der Vielzahl von Prüfungen, die man hat, im Regelbetrieb so nicht leisten, wenn man noch schlafen und Zähne putzen will. Und da kommt die Angst her. Ja, dass die Eltern denken, okay, hier sind die Regeln, hier sind die Prüfungen, friss und stirb und wenn es nicht klappt, dann tschüss, sozusagen. Das ist, ne, das hat jetzt nichts mit online oder nicht online zu tun, sondern damit, dass wir nicht genug Leute haben, nicht genug Schulpsychologen, nicht genug Sozialpädagogen, nicht genug irgendwie Flexibilität bei den total vollen Lehrplänen. Übrigens ist auch das gerade kacke, am Lehrplan hat sich nichts geändert, ja, sondern das Land Hessen duckt sich weg. Und die denken, das kriegen die irgendwie hin oder auch nicht. Aber es hat keiner darüber gesprochen. Lass mal darüber nachdenken, was uns jetzt in der Situation wichtig ist, dass jeder mit nach Hause nimmt. Das gab es nicht. So. Insofern, das Problem ist schon, natürlich brauchen wir mehr Leute. Ja? Und hätte ich her, wenn ich weniger Leute in der Klasse habe, dann läuft es auch besser, weil ich mich dann mir dann mehr angucken kann, was geht und was geht nicht. Okay, also ich habe jetzt verschiedene Dinge mitgenommen. Also zum einen... Timo hat dann natürlich nochmal das sich aufgesparte Schlusswort. Hast du ja angekündigt. Ja, genau. Aber ein paar Punkte habe ich noch drin. Also, wir brauchen mehr Personal. Das kommt immer wieder und das wird jetzt ja auch von dir bestätigt. Ohne mehr Personal ist das alles schwierig. Die Klassengröße müsste deutlich geringer werden. Das heißt, wir müssen auch um Schülerinnen und Schüler. Ja, die soziale Kompetenz, die soziale Interaktion müsste deutlich stärker gefördert werden. Das ist schwierig in Corona-Zeiten, aber trotzdem ist das eigentlich ein erheblicher Schlüssel. Und die, sag mal, die Ideologie der Noten, also wo es da wirklich nicht mehr um die Frage Leistung geht, sondern wo es darum geht, tatsächlich Noten zu fetischisieren, zu ideologisieren, da, wo es keinen Sinn macht, man auch mal kritisch drüber reden, sind denn Noten wirklich das, was wir uns als Ergebnis des Schulbesuchs so wünschen? Und
Schule ohne Angst war dann jetzt das letzte Stichwort. Vielleicht ist das ja auch genau das, worauf du hinaus willst. Denn eine Schule ohne Angst, da wo man nicht vor die schlaflose Nacht hat, weil die Prüfung kommt, da wo man nicht die Angst hat, dass man wieder versagt oder etwas Ähnlichem, das ist ja schon ein Anspruch, der auch vor Corona eine Rolle spielte. Und ich denke... Ich kann dir nur zustimmen, Jörg. Man müsste gucken, wie macht man bedürfnisorientiert Schule, und das muss sich an den Bedürfnissen der Schüler orientieren. Und man sollte die Schüler unterrichten, die man hat, nicht die, von denen das Kultusministerium glaubt, dass man sie haben sollte, und nicht die, von denen man als deutscher Studienrat denken sollte, dass man sie vielleicht irgendwann kriegt, wenn irgendwie alles besser ist irgendwann, sondern einfach die Schüler, die man hat. Und dafür braucht man aber Mittel, und die hat man oft nicht, und das ist dann ein Problem. Problem ist auch, dass man blöde politische Vorgaben hat, die auf was völlig anderes rauslaufen. Hauptsache vergleichbar, Hauptsache Note, so viel Gymnasiasten brauchst du nicht, tralala. So, also das alles hat mit Corona so gar nicht so viel zu tun. Ja? Und ich bin froh, wenn Eltern gerade ihre Kinder nicht sozusagen krass unter Druck setzen und daneben sitzen und am Ende die Hausaufgaben für die Kleinen machen. Ja? Das ist übrigens nur in Klammern. Angst habe ich aus Arbeitsschutzgründen, und ich möchte anmerken, dass die Debatte, so wie sie gelaufen ist, halt kacke gelaufen ist. Ja? Ich habe den Eindruck, dass es vorgeschoben ist, vieles. Man sagt jetzt Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit, die armen Kleinen, soziale Deprivation, schlimm. Man redet darüber, dass es für die Kinder voll schlimm ist. Keiner redet über die Schüler, die Angst haben, zur Schule zu kommen, Leute anzustecken. Der Betrieb jetzt löst all die Probleme nicht. Die müssen an ihrem Platz festgenagelt rumsitzen und da passiert nicht viel. Das ist eigentlich Quatsch. Und ich habe den Eindruck, wenn es jetzt darauf rausläuft, dass man sagt, und Hauptsache wir produzieren Abschlüsse und Hauptsache die Eltern motzen nicht und gehen zur Arbeit, dann werden wir in einigen Bundesländern zumindest und dann irgendwie vielleicht auch in allen nach den Sommerferien Vollbetrieb haben. Und dann kann man sich auch das mit den Abstandsregeln also vergessen. Und schon jetzt sind die Richtlinien so, dass diese Aerosolansteckung keine Rolle spielt. Ja? Man mutet den Schülern nicht zu, obwohl viele das freiwillig machen, Masken zu tragen. Keiner denkt darüber nach, hat man hier genug Fenster, die auch aufgehen? Wie wird es im Winter, wenn die Fenster zubleiben? Sondern Professor Drosten, den ich wahnsinnig schätze, übrigens, weil er so ein total geiler Lehrer ist, jeder sollte diesen Podcast hören, der sagt dann so, ja, man muss mal nachdenken, wie kriegt man Luftumsatz im Klassenraum hin? Und naja, wenn man jetzt schon unbedingt öffnen muss und ein paar Lehrer krank werden, dann sollte man wenigstens die testen, damit man die dann rechtzeitig rausnehmen können, damit sich nicht noch mehr Leute anstecken. Da kann ich sagen, ja, schön, dass ich der Grubenkanarienvogel sein soll. Macht mir Angst, obwohl ich den Mann mag. Also ne, wenn ich dann die Kultusministerin von NRW höre, die gefragt kriegt, wie ist das, wenn jetzt hier Leute krank werden? Und dann sehe ich, okay, keiner hat überprüft, ob jemand wirklich krank geworden ist nach dem Abitur. Und die Antwort ist, ja, wir haben jetzt hier eine psychologische Betreuungshotline, weißt du? Dann denke ich, warum bin ich nicht Berufssoldat geworden? Da kriegt man eine Schutzausrüstung und eine Ausbildung, wie man sich schützen kann und geht notfalls in einen Bunker oder Schützengraben oder so. Ich werde da einfach hingeschickt, Versuchskaninchen, und die Schulen bleiben dann, es wird dann individuell zu lösen sein. Kriege ich durchgesetzt bei meiner 11. Klasse, dass im Winter das Fenster aufbleibt? Darf ich dran stehen bleiben? Und wie ist es mit dem Kleinen, der jetzt nicht Lehrer ist und sagt, ich will auch ans Fenster, ich habe auch Angst? Also das ist alles völlig, wenn alle Schüler zurückkommen, kriegen wir das mit der Abstandsregelung nicht hin. Das mit der Luft ist jetzt schon ein Problem. Ja, okay. Wir haben da jetzt gerade nochmal beeindruckend gehört, Aussicht eines Lehrers, Timo Jovicic aus Offenbach. Ich bedanke mich bei dir, Timo, für diesen spannenden Talk, den wir auch in der nächsten Woche wieder fortsetzen. Diesmal zum Thema Bildung, nächste Woche dann aber wirklich zum Thema Mietenpolitik, diesmal mit Katharin Genburg. Katharin ist Abgeordnetenhaus im Berliner Abgeordnetenhaus, hat ganz intensiv am Berliner Mietendeckel mitgewirkt. Und wir werden Sie beim nächsten Mal zur Frage haben, was wir eigentlich in Corona-Zeiten mit diesen komischen Mieten machen, dass die mal sinken. Ich habe gehört, in Berlin passiert das, sonst nirgendwo. Wir gucken mal, was da geht. Bis denn. Tschüss. Jörg, vielen Dank auch allen, die zugehört haben. Tschüss. Schönen Gruß aus Hessen.